Alles wird teurer und teurer. Da wären ein paar Euros nebenbei schon ganz gut, oder nicht? Aktuell befinden wir uns tatsächlich in einer sehr herausfordernden Zeit. Die Zinsen steigen, die Energiepreise steigen, die Inflation steigt und auch grundsätzlich steigen die Lebenserhaltungskosten. Und bevor du jetzt anfangen kannst zu jammern und sagst, wie schwer das Leben doch ist, will ich dich heute mit diesem Video ermutigen, einfach mehr zu machen, mehr zu schaffen, um somit am Ende des Tages auch nebenbei einfach ein bisschen mehr zu verdienen. Heute spreche ich darüber, was du nebenbei grundsätzlich ganz easy machen kannst, um einfach nebenbei ein bisschen mehr Cash in die Tasche zu bekommen und egal, ob du gerade Berufstätiger bist, Student oder Schüler. Klar, als allererstes kannst du natürlich so einen ganz normalen Standard-Nebenjob hinterhergehen, wie zum Beispiel in der Bar als Kellner arbeiten oder als Kellner in einem Café arbeiten, das ist gar kein Problem. Auch in einem Supermarkt gibt es unzählige Jobs, mit denen man nebenbei ein bisschen mehr Kohle verdienen kann. Mit diesen Jobs verdienst du wahrscheinlich nicht die Welt, das sind nicht die bestbezahltesten Jobs, aber bei diesen Jobs brauchst du keine Vorkenntnisse, du kannst meistens direkt loslegen und von diesen Jobs gibt es meistens auch genügend. Wenn du keine Lust hast auf so einen Standard-Nebenjob, kannst du einfach mal damit anfangen, Dinge zu verkaufen. Jeder von uns hat bestimmt im Kleiderschrank noch irgendwas hängen, was er nicht ganz so häufig trägt und was tatsächlich vielleicht einfach verkauft werden könnte. Einfach mal die Dinge aus dem Kleiderschrank rausnehmen, schauen, was verkauft werden kann, online reinstellen bei den üblichen bekannten Plattformen und so nebenbei ein bisschen Kohle verdienen. Egal, ob es Klamotten sind oder alte Dinge, die noch im Keller rumstehen, irgendwas lässt sich auf jeden Fall noch zu Geld machen. Und by the way, eines meiner ersten Side-Hustle-Jobs war tatsächlich Spielzeug verkaufen. Ja, ich war noch nicht volljährig, aber als kleiner Junge habe ich dann tatsächlich auch mein erstes Spielzeug bei eBay reingesetzt, natürlich mit Erlaubnis meiner Mutter, und habe so nebenbei ein bisschen Kohle verdient. Eine der besten Möglichkeiten überhaupt ist, wie ich finde, wenn du zum Beispiel eh was super gerne machst, sagen wir mal, du hast ein Hobby und du machst dieses Hobby dann einfach zu deinem Nebenberuf. Beispiel, du bist zum Beispiel eh 2 bis 4 Mal die Woche in einem Fitnessstudio und machst dort dein Workout. Frag doch einfach mal den Fitnessstudio-Betreiber, ob du nebenbei dort als Fitnesstrainer arbeiten kannst. Oder, anderes Beispiel, du hast einen Hund, ja, liebst deinen Hund über alles und musst sowieso jeden Tag 3 bis 4 Mal Gassi gehen. Wie wäre es denn, wenn du auch andere Hunde zum Gassi gehen ausführst und als Dogwalker nebenbei arbeitest? Oder ein ganz anderes Beispiel, seitdem du klein bist, fotografierst du super gerne, machst es aber nur hobbymäßig. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Content Creator aus deiner Region anschreibst und fragst, ob du für ihn als Fotograf arbeiten kannst? Ne? Give me a call. Viertens, lerne Skills, die aktuell super gefragt sind. In der heutigen, sich stetig wandelnden digitalen Welt werden immer mehr Fachkräfte benötigt. Wie wäre es denn, wenn du zum Beispiel dir einfach Skills aneignest, die aktuell super gefragt sind? Beispiel, Grafikdesign oder Videoschnitt. Aktuell wird so viel Content produziert, überall auf der Welt. Und in diesen Bereichen werden zum Beispiel super viele Kräfte benötigt. Wie wäre es denn, wenn du dir zum Beispiel einen Videokurs anguckst zu diesem Thema, dich weiterbildest, dich einfach selber von innen heraus, ja, dir was aneignest und das dann anderen Leuten anbietest. Du kannst dann sogar tatsächlich von zu Hause aus arbeiten, brauchst noch nicht mal dein Zuhause verlassen, weil fast alles digital funktioniert und kannst so dementsprechend ein bisschen mehr Cash in die Tasche reinspülen. Real Life Example, ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem 19-jährigen Physikstudenten, der hat sich nebenbei einfach das Copywriting beigebracht und hat mir dann seine Dienste angeboten. Geil oder geil? Next one, werde zum Hobby-Dealer. Damit meine ich jetzt nicht, dass du anfangen sollst, an der Ecke irgendwie ein bisschen Gras zu vertickern oder ein paar Pillen zu vertickern. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern Handel funktioniert schon seit eh und je. Und in der heutigen Welt gibt es wirklich super interessante Dinge, mit denen man handeln kann, wie zum Beispiel Sneaker. Ich habe vor kurzem nämlich eine Doku gesehen, da wurde mit außergewöhnlichen Sneakern gehandelt oder zum Beispiel auch mit Fußballschuhen. All das ist möglich und damit lässt sich auch tatsächlich ordentlich Patte verdienen. Also Leute, fangt nicht an zu jammern und sagt nicht, dass alles teurer wird, sondern sucht euch Möglichkeiten, um am Ende des Tages einfach ein paar mehr Kröten in der Tasche zu haben. Falls du an dieser Stelle jemanden kennst oder dir jemand einfällt, der aktuell wirklich faul auf seinen 4 Buchstaben liegt und einfach mal ein bisschen mehr machen könnte, teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit diesem Video euch einen kleinen Anstoß geben könnte, um einfach vielleicht nebenbei ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder vielleicht einen Side-Hustle aufzubauen. In diesem Sinne, Leute, frohes Schaffen!